Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Christoph Skutella von der FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut Ding will Weile haben und gute Dinge brauchen eben ihre Zeit. Im Gegensatz zur Wirtschaft ist die Zeit in der Politik nicht per se ein maßgebendes Kriterium. Wir sollen, dürfen und müssen für unsere parlamentarische Arbeit Zeit nehmen, denn wir werden nicht an der legislativen Schlagzahl, sondern an der Qualität unserer Entscheidungen gemessen. Nur zum Vergleich, in Deutschland beträgt die parlamentarische Beratungsdauer pro Gesetz ungefähr 100 Tage, also 5 Monate. Das gesamte Gesetzgebungsverfahren von der Einbringung bis zur Verkündigung dauert sogar durchschnittlich 11 Monate. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Bayern ist zwar in vielerlei Hinsicht ein Land der Superlative, aber wenn ich mir vor Augen halte, wie das Gesetzespaket zur Artenvielfalt durch das Parlament gepeitscht wurde, dann kann man auf diesen Rekord nicht stolz sein. Der Schutz der Artenvielfalt und Biodiversität, also die Grundlage unseres Lebens, ist für uns natürlich überlebenswichtig. Wir sehen es als unsere Pflicht an, dieses essentielle Thema umfassend, emotions- und ideologiefrei zu behandeln. Alles andere können wir uns nicht erlauben. Daher ist das Gesetzesvorhaben ein wichtiger, richtiger und auch längst überfälliger Schritt, den wir inhaltlich weitestgehend unterstützen, zum Beispiel beim Erhalt des Feuchtgrünlands, bei der Renaturierung von Mooren als Klimasenken und der Förderung der Digitalisierung in der Landwirtschaft, durch die sowohl der Einsatz von Pestiziden als auch die Bodenverdichtung reduziert werden kann. An einigen Stellen im Gesetzestext haben wir uns aber mehr Klarheit und weniger Verwirrung gewünscht, vor allem für Landwirte und Grundstückseigentümer. Zum Beispiel beim schon oft zitierten Thema der Streuobstwiesen. Nur zur Erinnerung, in einem Dringlichkeitsantrag unserer Fraktion, der einstimmig hier angenommen wurde, haben wir die Regierung aufgefordert, noch bestehende Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen und mögliche Konsequenzen des Volksbegehrens klarzustellen, vor allem die Definition zu Dauergrünland und Streuobstwiesen. Darüber hinaus haben wir aber auch weitere inhaltliche Verbesserungsvorschläge in Form von Änderungsanträgen eingebracht, zum Beispiel mit der sogenannten Freiwilligkeitsklausel, die den Grundstücksbesitzern garantiert hätte, dass sie Handlungsfreiheit für ihre dem Naturschutz zur Verfügung gestellten Flächen behalten hätten. Leider ist dieser Änderungsantrag zusammen mit 2 weiteren der FDP-Fraktion abgelehnt worden. Auch im sogenannten Maßnahmenkatalog sind größtenteils richtige und wichtige Ansätze zu finden, wie zum Beispiel die Optimierung bestehender Förderprogramme für Weidetierhalter oder die Forschungsförderung für innovative Techniken zur Vermeidung von Nährstoffeintrag in Grund- und Fließwasser. Trotzdem handelt es sich beim Maßnahmenkatalog nicht um die erstbeste Lösung, denn vor allem das geplante Schlichtungsverfahren wirft noch viele Fragen auf, zum Beispiel über die generelle rechtliche Zulässigkeit dieses Verfahrens, aber auch über die praktische Umsetzung. Fragen wirft auch die gesamte Finanzierung der beiden Gesetzesentwürfe auf. 75 Millionen Euro wurden von der Staatsregierung ausgelobt. Wir alle hier in diesem Haus wissen, dass diese Summe niemals ausreichen wird, um die Leistungen der bayerischen Landwirte für den Umweltschutz angemessen zu honorieren. Wir Freie Demokraten sind daher gespannt auf den Nachtragshaushalt, der noch für dieses Jahr angekündigt wurde, und werden unser Augenmerk sehr genau auf die notwendige Unterstützung für unsere Landwirte legen. Auch wenn beim Thema Artenschutz der Inhalt über die Form siegen muss, möchte ich trotzdem kurz den äußerst missglückten Gesetzgebungsverlauf ansprechen. Denn wir konnten unserer Pflicht, die beste Lösung demokratisch zu erarbeiten, nicht nachkommen. Vor allem aber hatten wir, aber auch die Regierung nicht, und das hat man an manchen hektischen Handlungen gesehen, zu wenig Zeit, um uns vernünftig Gedanken zu machen. Am 13. Februar konnte man noch unterschreiben für das Volksbegehren. Bereits am 3. April wurde von Seiten der CSU und der Freien Wähler eigenmächtig verkündet, man werde das Volksbegehren unverändert annehmen. Dazu kam ein runder Tisch ohne Vertreter der Oppositionsparteien und es kam ein Versöhnungsgesetz, mit dem sich die Regierungsfraktionen erst einmal selber versöhnen müssten durch einige Änderungsanträge. Wir hätten die Chance gehabt, hier im Landtag einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zu erarbeiten und diesen den Bürgerinnen und Bürgern im Herbst als vernünftigen Alternativvorschlag zum Volksentscheid vorzulegen. Allerdings fehlte hier der Mut. Ebenso ist bedenklich, wie von Seiten der Regierungsparteien mehrmals durch kurzfristige angekündigte Tischvorlagen manche Passagen im Gesetzestext geändert wurden.
So richtig und wichtig manche dieser Änderungen auch waren, die Opposition hätte hier im Vorlauf für diese Tischvorlagen mehr Zeit bekommen müssen, um sich daran zu beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heben Sie sich doch solche Last-Minute-Aktionen für Ihre Sommerpause, für den Sommerurlaub auf. Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass wir uns für das Gesetzespaket aussprechen und auch darüber hinaus weiterhin kritische Fragen stellen werden. Was den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens und damit den demokratischen Prozess betrifft, so wurde dieser untergraben und um die charmante Semantik von Herrn Staatsminister Aiwanger zu benutzen, wie es hier gelaufen ist, war großer Mist. Darüber steht aber ein höheres Ziel, nämlich die Artenvielfalt. Deswegen werden wir dem Gesetzespaket zustimmen. Beim Maßnahmenkatalog werden wir uns enthalten. Herzlichen Dank. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, möchte ich darauf hinweisen, dass die AfD-Fraktion für beide Gesetzentwürfe, also den Volksbegehrensentwurf als auch des Versöhnungsgesetzes, in der dritten Lesung namentliche Abstimmung beantragt hat. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Florian Streibel von den Freien Wählern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, eines hat die Debatte um das Artenschutz gezeigt,